Neulich habe ich doch ein Rezept über Limoncello-Spritz auf YouTube gestellt. Und jetzt habe ich ein viel besseres Rezept noch gefunden. Bisschen aufwendiger zu machen, aber sehr, sehr lecker. Also jetzt gibt's einen Limoncello-Spritz 2.0. Und für zwei Gläser, 250 Milliliter, brauche ich folgende Zutaten: 60 Milliliter Campari, 60 Milliliter Limoncello, 100 Milliliter Orangensaft, einige frische Zitronenscheiben, Eiswürfeln, 2 Schuss Bitter Lemon, 200 Milliliter Prosecco. Und jetzt legen wir los. Campari in den Shaker geben. Limoncello. Oh, ein bisschen zu viel. Naja, man wird es ja nicht so schnell merken. Also 60 Milliliter eigentlich. Auch in den Shaker geben. Orangensaft in den Shaker. Alles schütteln. Bitte den Deckel drauf festhalten. Von der gewaschenen Bio-Zitrone ein paar Scheiben runterschneiden. Die müssen jetzt auch nicht besonders dick sein. Ein bisschen Zeste kann man auch abschneiden. Eiswürfel ins Glas geben. Die Zitronenscheiben dazu geben. Mit der Mischung übergießen. Dann kommt überall nur so ein Schuss Bitterlemon dazu. Und der Prosecco kommt noch rein. Und schon ist er fertig, unser Limoncello-Spritz 2.0. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachtrinken. Mmh, lecker!